Moin moin liebe Leute und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Elex. Wir sind hier gerade in einem Firmengelände und haben einige Mutanten erledigt. Wir gucken auch noch mal, ob es hier vielleicht einen Teleporter zu entdecken gibt. Bei so einem großen Gebiet ist das nicht unwahrscheinlich. Wir haben einen Zyklopen noch erfolgreich ausgeschaltet, haben zwei Energiespeicher nehmen müssen, damit unsere Energie wieder voll ist, weil wir hier bisher kein Bett oder desgleichen gefunden haben, um uns noch mal auszuruhen. Die Ausbeute ist leider nicht so optimal. Wir haben in der letzten Folge dann aber bei dem Zyklopen auch noch eine Waffe gefunden. Würde ich nochmal ganz gerne gucken. Hier der Todesstrahl. Okay, 59 Geschicklichkeit brauchen wir und 83 Stärke. Ist bisher die stärkste Waffe, Fernkampfwaffe, die wir gefunden haben. Gibt uns sogar noch Mutantenkiller dazu. Also ist extrem stark gegen Mutanten. Müssen wir mal gucken, ob wir da noch hinkommen. Mit unseren Attributspunkten. Das ist ja gar nicht so einfach. Im höheren Verlauf nachher brauchen wir schon 5 Attributspunkte, um einen Punkt zu erhöhen. Und ich glaube, so viele Level werden wir gar nicht mehr aufsteigen, dass wir uns da sonderlich hoch arbeiten können. Und so viele Elex-Splitter werden wir auch nicht mehr finden, dass wir uns da Elex-Tränke brauen könnten. Ja, man ist doch irgendwo dann ein wenig limitiert, finde ich. Es sei denn, man macht natürlich endlos irgendwelche Gegner platt, die auch wieder Erfahrungspunkte geben. Und natürlich auch Sachen zum Verkaufen. Ja, alles ein bisschen unübersichtlich hier gerade. Wir müssen mal gucken, welche Bereiche wir dann schon entdeckt haben und welche nicht. Ich würde hier jetzt erstmal runtergehen. Oh, wir sehen gar nichts. Mal kurz schauen, dass wir hier eine Magnesiumfackel vielleicht anmachen. Ja, bringt jetzt auch nicht so viel. Ja, ich glaube, ohne Fackel würden wir gar nichts sehen. Okay, ein verschlossener Tresor. Wollen wir den mal hacken? Okay, 3 und 7 haben wir. Geht doch. Cool. Alte Münzen und ein gelber Stein. Haben wir hier noch was? Gar nichts. Hier ist gar nichts. Tja, dann gehen wir wieder raus. Können wir uns direkt mal die Türme hier anschauen. Nix drin. Hier sind Zielscheiben, aber da wurde scheinbar auch gar nicht drauf geschossen. Zumindest ist hier nichts zu finden. Auch der ist leer. Okay, schauen wir uns hier unten ein bisschen um. Bericht eines Geschäftsführers. 2 und 4. Gucken, ob wir noch welche finden. 3. Fehlt nur noch eins. Eins finden wir natürlich nicht.
Okay, oben drauf ist auch nichts. Ja, gucken wir mal hier, ob wir den letzten Bericht noch irgendwo finden. Wir werden uns die gleich auch noch anschauen und lesen. Wundert mich, dass sie alle leer sind hier, die Türme. Sehr schade. Ja, hier ist wohl mal Essen ausgegeben worden. Sieht zumindest so aus. So viele Tische. Okay, das ist nur Deko. Körperschild. Hier hätten wir endlich mal ein Bett, wo wir schlafen können. Machen wir das doch mal. Einmal bis zum nächsten Morgen. Oh, ich dachte schon, wir sind jetzt stecken geblieben hier. Neue Befehle für die Förderung. Okay, lesen wir mal die Sachen. So, Bericht des Geschäftsführers 2. Meine Damen und Herren, wie Sie wissen, hat der Meteorit unsere Fabrik schwer getroffen. Auch wenn ich nicht weiß, ob Sie noch am Leben sind, werde ich Ihnen weiterhin versuchen, Ihnen diese Berichte zukommen zu lassen. Immerhin gehört auch Ihnen ein Teil dieser Fabrik. Das Militär oder das, was davon übrig ist, kam heute zu uns und hat uns gebeten, Ihnen unsere Anlage zu überlassen. Sie beginnen bereits damit, überall Sandsäcke aufzustapeln. Ich gebe ehrlich zu, ich habe Angst. Falls es jemals wieder so etwas wie eine Regierung geben wird, werde ich mich beschweren. Sie lassen uns nicht mehr gehen, sie haben alle Wissenschaftler eingesperrt und lassen sie forschen. Ich habe keine Ahnung an was, ich kann nichts mehr für die Wissenschaftler tun, mir wurde jegliche Befehlsgewalt entzogen. Es scheint, als sei irgendetwas zusammen mit den Meteoriten auf die Erde gekommen, denn sie holen immer wieder Gesteinsbruchstücke und bringen sie in den Berg. Ich würde zu gerne wissen, was sie dort treiben. Heute habe ich gesehen, wie sie einige Leichen aus dem Berg gebracht haben. Als sie mit dem Tragen an mir vorbeikam, ist unter einem der Laken ein Arm herausgerutscht. Er war voller Blasen und mehr als dreimal geknickt, als hätte er mehrere Gelenke. Abscheulich. Ich werde nicht länger hierbleiben. Ich glaube, sie führen Experimente an Menschen durch. Sie holen immer mehr von diesen Meteoritengesteinen und bringen es zu den Wissenschaftlern. Vielleicht Aliens? Vielleicht radioaktive Strahlung? Irgendetwas bringt die Leute da drin um. Ich werde nicht mehr länger hierbleiben. Das ist mein letzter Bericht. Heute Nacht werde ich versuchen zu fliehen. Das wird nicht einfach bei den ganzen Wachposten hier, aber ich habe das Gefühl, dass ich sterben werde, wenn ich noch länger hierbleibe. Oder Schlimmeres. So, und hier haben wir noch neue Befehle für die Förderung. Wir geben dem Meteoritengestein jetzt einen Decknamen, denn es reicht mir, dauernd von dem Zeug reden zu müssen. Deckname Blue. Der Commander sagt, wir fördern zu wenig Blue und wir sollen so viele Männer und Maschinen nehmen, wie wir brauchen. Das Problem ist wohl, dass es kaum noch Blue in den Überresten gibt. Das Zeug scheint zu wandern. Es sickert quasi durch das Gestein in den Boden. Inzwischen ist es wohl schon fast überall drin. Wir dürfen nicht mal mehr einen Apfel essen, ohne diesen vorher abzukochen. Was für ein Quatsch, wenn es sowieso überall drin ist, macht es doch auch keinen Unterschied mehr, oder? Wie dem auch sei, ich habe den Befehl, mehr zu fördern, koste es, was es wolle. Die Wissenschaftler im Berg brauchen anscheinend extreme Mengen davon, also nehmt die Lastwagen, nehmt die Panzer, wenn es sein muss. Von mir aus sprengt das Zeug, jetzt habe ich es doch gesagt. Mit den Panzern aus dem Berg heraus. Munition haben wir mehr als genug, wir sehen uns später beim Essen. Erzähl mir, wie es gelaufen ist. Ja, Blue könnte natürlich der Name für das Elex sein, das mit dem Meteoriten hier auf die Erde gekommen ist. Und vermutlich haben sie am Anfang das Zeug noch untersucht. Ja, und wussten damit nicht so richtig, was anzufangen. So, hier ist noch ein Turm. Schauen wir da mal rein. Ja, ein bisschen Trockenfleisch, mehr aber auch nicht. Und in den Containern können wir nochmal gucken. Okay, und ich weiß nicht, ob wir uns oben schon überall umgesehen haben. Da würde ich dann doch noch mal ganz gerne rauf. Gehen wir hier die Treppen wieder hoch. Verrottete Überreste einer längst vergangenen Zivilisation. Jo. Okay, hier können wir auf jeden Fall uns auch noch mal überall umgucken. Ist das hier ein hoher Turm? Ich glaube nicht, dass wir da noch oben reinkommen.
Okay, und oben drauf gucken können wir vielleicht auch noch mal. Jo, da ist sogar was. Ein paar Plasmazellen. Dass hier noch unbedingt was ist. Wir gucken trotzdem mal. Okay, da kommen wir auf die noch mal rauf. Ja, unter uns sehr viele Gegner. Okay, ein paar Magnesiumfackeln auch hier noch. Ja, keine tolle Ausbeute, muss man sagen. Schauen wir uns hier nochmal um. Okay, da geht's wieder runter. Okay, hier ist noch ein Tresor. Schauen wir mal, dass wir den hacken. 4. Geht doch. Cool. Manchmal hat man auch ein bisschen Glück. So, hier kommen wir rein. Okay, hier waren wir aber, glaube ich, schon. Genau, da sind wir hier lang gegangen. Und dort über diese Mauer. Vielleicht kommen wir da oben noch irgendwie rein. Das wäre nochmal ein Versuch wert. Okay, es ist nicht wirklich ein Boden drin. Oben drauf vielleicht. Guck mal, ob wir da überhaupt hochkommen. Ja, das schaffen wir. Geh doch hier mal lang. Da oben würden wir auch noch mal raufkommen. Ich glaube, da ist ein bisschen Metallschrott drauf. Ne, ein paar Pfeile sind das. Okay. Auch, wie gesagt, hier magere Ausbeute. Hier ist doch noch ein Boden drin. Ja, und wieder Magnesiumfackeln, super. Ganz toll. Ja, schade, dass sich das hier gar nicht so richtig lohnt. So, vielleicht filmen wir ja hier noch den Bericht des Geschäftsführers Nummer 1. Ja, wer möchte zuerst? Oder kommt beide? Das ist auch okay. Du.
Sehr schön. Hat auch gut geklappt. So, und auch hier suchen wir natürlich wieder ein bisschen. Hier geht's rein. Okay, ist aber nichts. Nur ein riesiges Loch in der Mauer. Dann gehen wir hier nochmal hoch. Da können wir direkt reingucken. Da ist auch nichts drin. Fahrstuhl, der natürlich nicht mehr funktioniert. Hier vielleicht nochmal oben gucken. Ja, natürlich, Magnesiumfackeln. Wer hätte das gedacht? Schauen wir hier unten noch mal ein bisschen rum. Also, hier findet ihr ausschließlich Magnesiumfackeln. Solltet immer knapp sein, was das Licht angeht, dann geht hierher und euch wird geholfen. Okay, der hier auch noch. Zack, zack, zack. Nicht ganz. Jetzt aber. So, hier sind wir unten angekommen. Ich glaube aber auch hier gibt es jetzt nicht mehr so viel zu entdecken. Na, hier können wir ein bisschen was abbauen. Bergwerkmäßig. Eisenader. Acht Eisenerz. Immerhin. Bergtroll, sollen wir den mal ausschalten? Ich weiß nicht, ob der hier was Interessantes bewacht. Sieht wohl eher nicht so danach aus. Einen starken Elex-Trank. Naja, immerhin einen Lernpunkt. Wenn wir den ausschalten wollen, brauchen wir halt nochmal wieder Energie für unsere Waffe. Obwohl, die ist ja gerade voll. Ja, da greifen wir uns auch schon an. Na gut, dann kommen. Dann kümmern wir uns um dich. So, schieß rauf da, Kaya. Ja, vielleicht reicht das ja gleich schon. Oha, da kommt noch einer dazu. Ich erledige das. Ja, schieß weiter. Der dürfte nicht mal allzu viel haben. Kümmern wir uns mal um den hier. Au. Wollen wir einmal noch hauen. Sehr schön. So, wo ist Kaya? Okay. Wieder geschlagen.
Sehr schön. Und wir erreichen sogar eine neue Stufe. Danke, dass du da warst. Das hätte schief gehen können. Ja, kein Problem. Dafür sind wir da. Okay, auch das haben wir hier erfolgreich gemeistert. Schauen wir aber mal, ob wir da noch ein paar Sachen finden können. Vielleicht hat er ja noch was bewacht. Der riesige Bergtroll. Sieht aber eher so aus, als wenn es der starke Elex-Trank war. Weil hier kann ich jetzt nichts erkennen. Ja, das war's wohl schon. Okay, aber mit dem Elex-Trank und mit dem Stufenaufstieg haben wir auf jeden Fall schon mal wieder 2 Lernpunkte. So, du kommst doch schon in unsere Richtung. Du hast uns doch schon gewittert. Da hinten ist noch so ein Bergtroll. Oha. Ja, was machst du denn da? Das ging auch schon mal besser. Okay, da ist auch noch eine. Eine Panzerschrecke. Nehmen wir die mal mit. Sehr schön. Und da haben wir noch einen Beißer. Oder ein Kreis. Sie haben viele Namen. So, was haben wir hier? Eine Seerose. Okay, nehmen wir mit. So, ich glaube, den Bergtroll, da kriegen wir nicht nochmal down. Ja, wir können es versuchen, indem wir unsere Energiespeicher nochmal aufladen. Aber hier noch was, ein Geldbündel. Wow, endlich mal eine Kiste. Aber hier ist vermutlich nichts Spannendes drin, so bei dem einfach. Kleinen Schloss. Ja, hab ich mir gedacht. So, ich würde gleich noch mal ganz gerne hoch zum Firmengelände gehen. Aber wir versuchen jetzt hier den Bergtroll auch noch mal auszuschalten. So, nehmen wir mal die beiden Energiespeicher. Und ja, ein Urtier ist es sogar. Okay. So, Kaya, hau rauf da. Okay, auch den haben wir ausgeschaltet. Gucken wir mal, was der bewacht hat. Bisschen Elektroschrott hier. Okay, vielleicht ist hier hinten noch ein kleines Nest von ihm. Boah, sieht eher mau aus. Aber dann haben wir zumindest an Erfahrungspunkten gewonnen. Damit geben wir uns natürlich auch zufrieden. Warum steckt er die Waffe ein? Achso, vermutlich weil wir gerade schwimmen sollten. Okay, schade. Also hier finden wir wohl nichts von dem Urtier. So, wir gehen jetzt aber trotzdem nochmal hoch ins Firmengelände. Ich möchte auch gucken, ob es da einen Teleporter gibt. Wenn wir uns hier schon so fleißig umschauen.
Und ich glaube, ein paar Gegner waren da oben auch noch. Ja, gehen wir mal hier lang. Müssen wir auch noch mal gucken, ob wir auf den Turm irgendwie raufkommen. Noch irgendwas drin? Das gibt's da nicht. Wie oft haut der denn zu, bitte? Das hat uns jetzt gut was an Gesundheit gekostet. Okay, also von dem Berg aus, glaube ich, müssten wir darauf kommen. Müssen wir kurz warten, bis unser Jetpack wieder voll ist. So, wir können schon mal Ausschau halten nach einem Teleporter. Aber nö, ich sehe nirgendwo einen. Ja, gehen wir gleich nochmal die Straße dort lang. Ja, genau, Magnesiumfackeln. Warum auch nicht? Kann man hier oben mal verstecken. Da freut sich der Spieler. Okay, wir gucken auch nochmal, dass wir da hochkommen. Jo, gerade ebenso. Das war sehr knapp. Noch mehr Mutanten. Vorsicht! Was das früher wohl mal war? Magnesiumfackeln. Und hier ein bisschen Elixit. Ja, auch wenn es nur ein Exit ist, nehmen wir es trotzdem mit. So, du greifst uns doch eh gleich an. Komm mal her. Komm mal her, Kollege. Sehr schön. So, ich hoffe, dass hier in dem Haus vielleicht sogar ein Bett ist, damit wir uns nochmal ausruhen können. Auf jeden Fall haben wir hier was. Okay, kommen wir gerade nicht ran. Hier haben wir ein Foto. Sehr schön. Trockenfleisch. Eine Anleitung für Tierfreund. Sanftes Klopapier und normales. Memo an die Wachposten. Lesen wir einmal. Mit sofortiger Wirkung treten folgende Befehle in Kraft. Ab heute wird diese Basis Fort Vulkan genannt. Niemand ohne gültige und vom Commander persönlich unterschriebene Genehmigung darf Fort Vulkan mehr verlassen oder betreten. Wird festgestellt, dass ein Individuum wissenschaftliche Expertise zeigt, ist diese sofort zum Commander zu bringen. Es ist dafür zu sorgen, dass alle Mitarbeiter der Fabrik in ihren Büroräumen verbleiben. Tagsüber ist es ihnen gestattet, für 3 Stunden und unter Aufsicht hinauszugehen. Da Unbedenklichkeit des Umgebungswassers unklar ist, jedes Wasser vor dem Trinken abkochen. Obiges gilt ebenfalls für sämtliche Nahrung. Ja, harte Maßnahmen hier. Aber am Ende haben sie dann doch nicht geholfen und wir haben hier kein Bett. Schade. So, da ist noch ein Gegner. Nehmen wir den auch noch auseinander. Gut,
Leute, und damit sind wir auch am Ende der Folge wieder angelangt. Wir werden uns in der nächsten Folge nochmal ein bisschen umschauen. Wir werden versuchen, ein Bett zu finden. Und dann gucken wir mal, ob wir in Ignadon ja, noch ein paar Plätze finden, die wir noch nicht kennen. Und uns da nochmal umschauen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr wieder einschaltet. Lasst auch gerne ein Like oder Kommentar da, wenn euch die Folge gefallen hat. Da würde ich mich auch sehr drüber freuen. Bis dahin.